Aber jetzt würde ich sagen, legen wir schon langsam los, oder? Ich habe ein paar Karten. Warum habe ich diese Karten? Der Mike hat mich vorher gefragt, was steht denn da drauf? Es steht Text drauf, definitiv. Und er hat gesagt, auch wärst vergesslich. Ich habe gesagt, nein. Es gibt aber Leute, die behaupten, ich wäre zu blöd zum Lesen. Heute beweise ich es euch. Ich bin nicht zu blöd zum Lesen, darum habe ich die dabei. Okay, dann würde ich sagen, seid ihr soweit, oder? Fangen wir an. Grundsätzlich genau, dann begrüße ich euch jetzt ganz formell. Weil man macht es ja jetzt mittlerweile anders. Ne? Man sagt ja jetzt, liebe ZuschauerInnen, ich wünsche euch, oder ich sag mal Ihnen, ich weiß ja genau, ich wünsche euch viel Spaß bei unserer ersten On-Stage-Show. Und Titel ist, das Leben könnte so schön sein. Warum ist der Titel, das Leben könnte so schön sein? Weil es wäre eigentlich alles super einfach. Aber wir machen es uns ganz oft schwer. Wenn es mal überlegt, das fängt doch bei der Sprache an. Bei der Sprache geht's los. ZuschauerInnen, ja? Gendern. Ja, ich weiß, schwieriges Thema, aber vom Grundprinzip denke ich mir oft, wer kommt auf so einen Scheiß, wer hat so viel Zeit? Oder? Da muss doch einem richtig langweilig sein, der sitzt irgendwo und denkt sich, lass unser Problem suchen. Und dann findet das. Und dann macht er richtig ein Fass auf und sagt, innen. Und dann gibt es noch welche, die diskutieren mit ihm und die sagen, ens, viel besser. Und dann geht die Diskussion hin und her. Brutal. Für mich ist ganz klar, ein MaurerInnen war es nicht. Und ein ZimmererInnen war es sicher auch nicht. Und was für mich auf der Hand liegt, ein ReiterInnen war es erst recht nicht. Weil wenn der den Gaul daheim hat, dann hat der überhaupt keine Zeit für so einen Schmarrn noch denken, oder? Und vom Grundprinzip, wenn es überlegt, meine sehr geehrten Damen und Herrinnen, ne? Da passt es wieder eigentlich, grundsätzlich. Aber jetzt könntest du dann darauf warten, bis einer feststellt, hey, Mensch, wir vergessen ja die Hälfte. Warum vergessen wir die Hälfte? Ganz einfach. SchülerInnen. Was ist mit denen draußen? Das müsste eigentlich heißen SchülerInnen / draußen. Oder? Man, bei Schüler ist es noch nicht auffällig, aber bei MaurerInnen, also die heißen eigentlich Trockenbauer, weil die ja innen machen, der Maurer macht ja außen. Aber MaurerInnen und außen. Schwieriges Thema. Aber irgendjemand muss ja den Job draußen auch machen. Ne? Bei ReiterInnen habe ich mir jetzt gedacht, so grundsätzlich gar nicht verkehrt. Weil man kann ReiterInnen, Reitweisen abhängig natürlich, durchaus schon finden, weil ich kenne sehr viele ReiterInnen, die waren noch nie im Gelände. Ja, und ich kenne das Pferd von denen und es ist gut so. Ja, wirklich. Da ist gut, wenn die ReiterInnen auch innen bleiben, am Hufschlag, wegen Überlebenstechnik. Weißt du schon? Dahi, vorsichtig, Helm, Weste, Boden aufgruppert auf 20 cm Tiefe. Wenn er einschlagt, das nicht so schlimm ist. Ja, da macht es vollkommen Sinn mit ReiterInnen.